Niklas, Sie hatten gestern das erste Training mit neuem Trainer und neuem Team. Wie war es denn für Sie? Wie ist Ihr erster Eindruck? Ja, es sind erstmal viele neue Eindrücke, neuer Trainer, viele neue Gesichter bei den Spielern. Von daher geht es jetzt am Anfang natürlich erstmal ein bisschen darum, sich gegenseitig kennenzulernen. Sie haben Ihren Vertrag bei den Academics um 2 weitere Jahre verlängert. War Ihnen sofort klar, dass Sie diesen Schritt gehen wollen oder gab es vielleicht noch andere Optionen? Ja, also wer mich kennt, der weiß, dass Heidelberg bei mir eigentlich immer die Nummer 1 ist und auch immer die Nummer 1 sein wird. Es gibt natürlich auch immer andere Optionen. Das ist, denke ich, bei jedem Spieler so. Aber wie gesagt, für mich ist das mein Heimatverein, meine Heimatstadt. Und wie gesagt, Heidelberg wird für mich immer an erster Stelle stehen. Was bedeutet es denn für Sie, jetzt weiterhin für die Academics auflaufen zu dürfen? Ja, viele neue Aufgaben, viele neue Herausforderungen. Wir haben, denke ich, in den letzten Jahren, gerade in den vergangenen paar Jahren, viel erreicht mit dem Verein, mit dem Aufstieg, Klassenerhalt und alles, was dazugehört. Und jetzt kommen neue Aufgaben. Und ja, ich freue mich auf die neuen Aufgaben und neue Wege zu gehen. Sie haben jetzt fast 9 Jahre unter dem gleichen Trainer trainiert, haben jetzt diese Saison erstmals einen neuen Trainer. Wie ist das für Sie? Wird das eine neue Herausforderung oder wie gehen Sie das Ganze an? Auf jeden Fall neue Herausforderungen, aber auch neue Möglichkeiten. Wie Sie schon angesprochen haben, ich habe bisher eigentlich nur unter einem Trainer gespielt in meiner Profikarriere. Von daher wird es für mich jetzt viele neue Aspekte geben, viele neue Einflüsse vom neuen Trainer. Aber das ist natürlich auch immer extrem eine gute Möglichkeit, auch viele neue Dinge zu lernen eben. Ich habe es jetzt direkt gemerkt, gestern und heute, dass natürlich jeder Trainer auch ganz andere Ansichten hat, ein ganz anderes System hat, ganz andere Vorstellungen hat vom Spiel. Von daher bin ich da sehr positiv gestimmt, noch viele weitere neue Sachen zu lernen. Wie sehen denn Ihre persönlichen Ziele für diese Saison aus? Ja, zunächst einmal möchte ich erstmal an die Leistung der vergangenen Saison anknüpfen und mich natürlich weiter verbessern, wie schon angesprochen. Und ja, auch wie in den vergangenen Jahren, mein Hauptaugenmerk wird wieder auf der Verteidigung sein. Ich will der Mannschaft in der Verteidigung Stabilität und Sicherheit geben, in der Offensive die Bälle verteilen, meine Mitspieler finden und gut in Szene setzen. Und ja, auch meiner Position natürlich geschuldet, versuchen auf dem Feld der Leader zu sein und das Team zu führen. Vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute für die Saison. Dankeschön, bis bald.